Der Wolf. 150 Jahre war er aus Deutschland verschwunden. Nun ist er auch in unserer Region wieder anzutreffen. Dies sorgt für mehr als nur Diskussionen. Mahnwache in Oldenrode. Hinter einem wärmenden Feuer versammelten sich rund 50 Menschen. Sie wollten ein Zeichen gegen die uneingeschränkte Ausbreitung des Wolfs setzen. Einen Managementplan für den Umgang mit dem Wolf fordert Mitorganisator Hans-Werner Macke. Die Obergrenze für die Zahl der Tiere in Deutschland sollte definiert sein. So sein Wunsch an die Politik. Es muss akzeptiert werden, dass welche weg müssen. Und das müssen die Leute einsehen. Und wenn es die Jäger machen, dann tun sie nur ihre Pflicht. Mehr tun sie einfach nicht. Und das muss aber, die Akzeptanz muss bei den Stadtleuten, so will ich es mal sagen, erst noch kommen. Die Weidetierhalter sind nicht generell gegen den Wolf. Das sagte Macke den Zuhörern. Wir wollen nur wissen, dass der richtig, ja, wie soll ich sagen, bewirtschaftet wird, dass man richtig mit umgeht. Ne? Wir werden den Wolf nie wieder los, der wird hier ewig bleiben. Aber wir sind Weidetierhalter und fordern eben, dass man mit dem Wolf von oben her ordentlich umgeht und nicht, dass wir nur die Leidtragenden sind. Deutliche Worte sprach der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Roy Kühne. Er ist Realität. Er kann Teil unserer Natur sein, aber er kann nicht frei verfügbar überall rumrennen. Er muss sich genauso anpassen wie alles andere. Und wie gesagt, die Norweger, die Skandinavier insgesamt, die haben super Konzepte. Und da muss man vielleicht als Politiker auch mal den Arsch in der Hose haben und sagen, so jetzt wollen wir mal die Richtung gehen. Und dann gehört auch der gezielte Abschuss dazu. Der Wolf ist auch ein europäisches Thema. Das verdeutlicht der FDP-Europawahlkandidatin Melanie Bludau-Kater. Auch der Schutz und die Misere, in der wir sind, des Wolfes geht zurück auf europäische Richtlinien, die dann wieder vom Mitgliedsland national umgesetzt werden müssen. In Oldenrode hatte ein Wolf im Februar auf einer Wiese zwei Kamerun-Schafe gerissen. Ein Luchs wurde zunächst als Verursacher vermutet. Lili Mittelhoff war kurze Zeit nach dem Vorfall vor Ort. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Luchsprojekt im Nationalpark Harz verschaffte sich zunächst einen Eindruck vom Zustand der Schafe. Mit einer Fotokamera dokumentierte sie die Situation. Mittelhoff nahm Genproben. Diese wurden in einem Labor nahe Frankfurt untersucht. Das Ergebnis ließ keinen Zweifel aufkommen. Ein Wolf war der Täter. Mehrfach berichteten Menschen seitdem von Wolfssichtungen im Alten Amt und im Raum Bad Gandersheim. Dieses Foto entstand am 1. Mai, nicht weit entfernt davon, zwischen Ilderhausen und Kirchberg. Der Wolf ist im Vormarsch. Besonders junge Wölfe können Menschen aus Neugier auch schon einmal nahe kommen. Das zeigt dieses Handyvideo aus der Nähe von Uelzen. Jawohl, ey. Alter, das ist ja schüchtern. Das ist doch nicht normal. Ey! Ey! Hau ab! Weg! Im Landkreis Northeim gibt es Wolfssichtungen bereits seit dem Jahre 2012. Das sagte der Revierjäger und Hochschuldozent Jens Hepper während einer SPD-Veranstaltung in Ebolshausen. Hepper ist auch Mitglied im Arbeitskreis der Weidgenossen, einer Initiative von Jägerinnen und Jägern innerhalb der SPD. Er ist gegen eine Aufnahme des Wolfs in das Jagdrecht, wie die Zuhörer im Dorfgemeinschaftshaus erfuhren. Anders sieht das Hermann Gruppe. Der landwirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion redete bei einer Veranstaltung des FDP-Kreisverbandes Northeim in Oldenrode. Denn wenn ein solches Raubtier, das größte, was wir hier haben, wenn das ohne jeglichen Feind, auch vom Menschen in keinster Weise irgendwo auch nur erschreckt wird oder eingeschüchtert wird oder eben bejagt wird, das war in allen Jahrhunderten der Fall. Ja, sowas hat es überhaupt noch nie gegeben, dass der Mensch sich das anguckt und sagt, oh, der ist jetzt geschützt. Ist ein Streicheltier oder was, ja. Und da fragt man sich dann schon manchmal, ob das noch normal ist. Der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies will den Abschuss von Wölfen rechtlich erleichtern. Dabei gehe es nicht darum, ganze Rudel, sondern mehrere Tiere aus einem dieser Rudel zu entnehmen. Voraussetzung: Die problematischen Tiere lassen sich nicht einwandfrei identifizieren. Am Rande der Umweltministerkonferenz in Hamburg sprach er auch über die Bedeutung des Herdenschutzes und Entschädigungen.
Gibt es einen Riss, muss es zu einer schnellen Entschädigungszahlung kommen. Gibt es einen Riss, darf nicht die Aufgabe darin zu bestehen, zu kontrollieren, ob sie alles richtig gemacht haben und ob ich nicht doch noch ein Loch im Zaun finde, weshalb es einen Grund gibt, zu sagen, der Riss zählt nicht für die Entnahme oder der zählt nicht für die Entschädigung. Also ein faires, anständiges Umgehen, den Weidetier- und Nutztierhalter nicht zu denjenigen zu machen, der den Schaden zu verantworten hat, sondern zu dem zu machen, den wir brauchen. Vor dem Tagungshotel demonstrierten Bauern und Schäfer. Der niedersächsische Landvolk-Vizepräsident Jörn Ehlers brachte deren Position auf den Punkt. Nur Monitoring zu machen, nur Wölfe zu zählen und irgendwelche Statistiken auszufüllen, das ist etwas, das mag den einen oder anderen beruhigen. Wir meinen, dass jetzt wirklich mal angefangen werden muss, genauso wie in Schweden, genauso wie in Frankreich, Wölfe zu schießen, nicht nur Wölfe, die auffällig geworden sind, sondern wir erhoffen uns auch, dass wenn der ein oder andere Wolf jetzt mittlerweile dann auch mal geschossen wird, dass sich das Verhalten der Tiere ändert, dass die Tiere wieder die Scheu vor Menschen zurückgewinnen. Der Wolf wird weiter für viel Gesprächsstoff sorgen. Und das nicht nur bei Weidetierhaltern.